Hallo, hier ist Andy Giorbino auf Offbeat mit Christian. Und ich habe eine Platte gemacht, Art of Letting Go. Kauft ihr euch? The Art of Letting Go. Also ich hoffe, du machst das jetzt nicht da irgendwie loslassen. Heißt die neue Platte von Andy Giorbino. Ein 100-jähriges Szenekind, der Andy. Bist du eigentlich noch bei den kastrierten Philosophen? Da bin ich im Moment noch tätig, im Studio, ja. Ja? Mhm. Noch dabei? Aber ich bin noch dabei jetzt für diese LP und werde mich dann noch auf meine Sachen konzentrieren. Also solomäßig. Bei den Geisterfahren bist du auch noch, oder? Ja, bin ich auch noch. Das bleibt auch noch bestehen? Das bleibt auch, weil da ist freitags immer schweres Essen gehen und Gelage angesagt. Und das ist okay. Und darauf möchte ich nicht verzichten, mehr kann ich nicht. Wie bist du denn zu dem Entschluss gekommen, jetzt solo zu arbeiten? Es ist so, dass ich mit dem Volke, also mit Ledernacken, also eine ziemlich starke telepathische Verbindung habe. Und das ist häufig irgendwie, wenn wir uns anrufen zum Beispiel, das ist es dauernd besetzt, weil also er versucht mich anzurufen und ich in dem Moment versuche ihn anzurufen. Und aber irgendwann haben wir es geschafft und er hat mich gefragt und er hat gesagt, er würde mich gern produzieren. Und ich habe gesagt, ja klar, gerne. Du giltst als sehr introvertiert, du bist so ein Tüftler. Man merkt es auch, wenn man sich deine Sachen anhört, die sind also so fernab von irgendwelchen Strömungen beyond, oder Richten. Beyond. Oder Beyond, ja. Ja. Woher kommt das? Bist du so ein Eigenbrötler oder so? Oder ungeselliger Mensch? Oder? Nee, ich bin überhaupt nicht ungesellig. Nee? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich mit offenen Augen irgendwie durch die Welt gehe und verschiedene Sachen höre und diese Sachen auch integriere in die Musik. Daran wird es liegen. Stelle ich jetzt mal ein paar Kritiken gegenüber, die ich so gelesen habe über deine Platte. Da heißt es, dass du sozusagen aus deiner Verwirrung herausgefunden hast und dass Ledernacken endlich sozusagen den, wie soll ich sagen, das Rückgrat geliefert hat für dich. Kann man das so sagen? Oder würdest du da beleidigt sein, wenn du... Nee, ich glaube, es ist einfach eine kongeniale Verbindung. Mhm. Du willst auch noch weitermachen mit ihm? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es da irgendwelche konkreten Zukunftspläne? Ja, es gibt Pläne für eine Tour, für eine gemeinsame Tour mit Ledernacken und ja, Pläne natürlich für Offenheim. Mhm. Jetzt will ich von dir als alten Hamburger natürlich wissen, was ist angesagt zurzeit in Hamburg? KMFDM. Okay. Giorbino. Mhm. Kastrierte Philosophen, Geisterfahrer. Aha. Es gibt vieles. Also es gibt viele gute Sachen. Auch es gibt zum Beispiel eine gute Country-Band. Die haben tierisch langen Namen. Warte mal. Oklahoma Lonesome Heartbreak Institute, glaube ich. Oklahoma Lonesome Heartbreak Institute. Yeah. Das ist eine Country-Band. Das ist eine Country-Band, ja. Die gefällt dir? Die gefällt mir sehr gut, ja. Machen die so richtig auf Country-Schwurf? Richtig oder? Country, ja. Stehst du auf solche Sachen auch? Ja, ich stehe einfach auf gute Musik. Und das ist irgendwie, es ist wirklich, ob es Disco ist oder Underground oder Rock oder Trash oder so, das ist echt egal. Hauptsache es ist gut, ey. Du bist ja mehr auf Dancefloor aus zur Zeit, oder? Willst du sagen? In die Richtung? Ja, kann man sagen, ja. Ist es nicht schon ein bisschen... Naja, ich will jetzt nicht sagen abgelutscht, aber die Industrie hat das jetzt scheinbar auch entdeckt. Ehrlich? Ja. Wie kommst du darauf? Ja, nee, weil es gibt ein paar so Acts, die erscheinen mittlerweile bei der Industrie. Ja. Deutsche? Deutsche fällt mir im Moment weniger ein, nee. Siehst du?